Scheiße. Hey, Sandro. Sandro. Hm? Ich bin zurzeit flüssig. Was, du bist... Oh, oh mein Gott, was hast du getan? Gespart. Nee, ich hatte ja Geburtstag. Und das Geld habe ich bis jetzt noch nicht über den Kopf gehauen. Für andere Dinge. Noch nicht. Noch nicht. Du weißt, so andere Dinge. Hochprozentig fängt man an zu lallen. Das braucht ja gar nichts an, Niki. Ja, hast du nicht gemacht? Du hast nicht gemacht, ne? Was habe ich? Gefeiert. Nö, nö. Nicht wirklich. Ich glaube, da war ich sowieso krank. Ich war in letzter Zeit wirklich so ein paar Tage lang richtig im Bett. Und das war kein schönes Erlebnis. Denn das Bett macht müde und schlaff. Und Chef, ich heiße Chef. Ja, so ist das. Ich würde mal gern sehen, wie das aussieht, wenn man hier... Ich würde so gern hier weißen Glasboden reinbauen, just for the lols. Weißen und schwarzen Glasboden gemischt. Das ist doch alles Dschungelholz, was wir verbaut haben, oder? Und ehrlich gesagt, so wie du jetzt hier die Fabrik baust, in dem Stil wollte ich eigentlich auch das Schlachthaus bauen. Weißer Keramikfußboden. Keramik gibt's halt nicht, deswegen muss ich halt Marmor nehmen. Aber welche Metzgerei hat bitte... Wobei, eigentlich, warte mal kurz. Naja, Ironboden, Eisenboden wäre jetzt auch nicht gerade billig. Eine Frage, du kennst... Eisenboden? Ja, Eisenboden. Das ist zu teuer, finde ich. Eisenblöcke als Boden. Ich habe mich gerade gefragt, gibt es hier Blöcke, die so aussehen? Kennst du diesen Eisenboden mit diesen gekreuzten... Was soll ich das sagen? So eine schraffierte Textur ist da drauf. So Anti-Rutsch-Eisenbeschlag. Kennst du das? Ja, was soll ich das sagen? Anti-Rutsch-Eisenbeschlag. Ja, wie soll ich das sagen, damit man nicht rutscht? Was geriffelt ist, oder was? Ja, so diese, genau, diese Rautenmuster. Na, Rautenmuster ist es eigentlich nicht. Iron Texture. Vielleicht kann ich dir ein Bild schicken. Das ist... Sowas. Dieses Bild ist... Ich schicke dir den Link. So, warte. www.youporn.com. Genau den. Wird es angezeigt? Oh, ich werde kurz angerufen. Bin kurz ja, okay, AFK. Mute ich einfach. So, jetzt bin ich hier Alleinunterhalter. So wie immer. Nein. Wo bin ich? Hier. Nein. So. Vielleicht kann ich hier das Bild einfügen. Warte mal kurz. Von dem... Wenn ich jetzt hier... Wenn ich die Game-Aufnahme mal kurz ändere. Properties? Ne, das ist ja ein Game. Ah, hier, den Follow Alert. Statt Follow Alert Properties mache ich mal. Das hier. Sieht man das? So eine Eisentextur. Sowas hier. So eine Eisentextur. Da. Da. Ne? Sowas kennt ihr doch bestimmt. So eine Anti-Rutsch-Eisentextur. So. Jetzt brauche ich wieder die Alertbox. Zack. So. Kennt ihr doch bestimmt. Sowas hätte ich gern. Das passt doch eher in so eine Metzgerei. Weil da wird oft mit Eisen gearbeitet.
am Boden und an Tischen, denn Holz ist ziemlich unhygienisch. Da bilden sich Salmonellen und die hast du dann an deinen Fingern. Oh, warte. So. Salmonellen schmecken gut. Zwar nicht auf Dauer. Warte. Ich muss mich kurz konzentrieren, sonst baue ich hier noch irgendwas Falsches ab. So, eine Salmonellenvergiftung ist schon was Feines. Ah, lecker. Hatte ich sogar schon einmal, glaube ich. Ich weiß, ich hatte krasse Bauchschmerzen. Wenn das Salmonellen verursachen, dann ja. Nach einer Schnitzelsemmel. Seitdem habe ich da nie wieder eine Schnitzelsemmel gegessen. Ich weiß nicht, wie die zubereiten, aber ich glaube, einmal quer das Schnitzel in der Achsel paniert. Quer über den Boden. Nee. Erstmal muss das Fleisch eine gute Konsistenz bekommen, ne? Also erstmal schön über den Fußboden in der Küche drüber schrubben. Von beiden Seiten. Einmal so, zack, zack. Dann hat schon mal so ein bisschen Haare, Panade. Alles, was dazugehört. Kohlenhydrate. Tja, und dann schön in der Achse ein bisschen anfeuchten. Das gibt dann den gewissen Glanz. Kriegt man gleich Hunger. Und dann natürlich bei 50 Grad ganz sanft garen. Man will ja nicht, dass... wobei, bei 42 Grad sterben schon die ersten Eiweiße in Form. Wobei, wenn da Dreck drauf ist, ist egal. Ja, also schön schonend garen, damit auch ja alle Bazillen überleben. Und das habe ich dann gegessen. So stelle ich mir das dann vor. Da bin ich dann wirklich krampfend am Boden gelegen. Konnte mich nicht mehr bewegen, ganz am Magen hat wehgetan. Aber ich habe es verdaut bekommen. Halla die Waldfee. Ich glaube, da hat mein Magen extra Magensäure nachproduziert. Tötet es! Kill it! Und am nächsten Tag habe ich dann wieder reingehauen. Wie so ein Behinderter. Hom, nom, nom, nom. Aber keine Schnitzelsemmel mehr. Ne. Und seitdem trägt für mich das Lokal, was für mich diese Semmel hergestellt hat. Der Typ, der da arbeitet, heißt für mich jetzt Salmonellen-Sigi. Genau aus diesem Grund. Der Salmonellen-Sigi. Läuft bei ihm. Aber letztens habe ich da auch mal wieder gegessen. Aber nicht die Schnitzelsemmel. Alles, aber nicht die Schnitzelsemmel. Spätzle mit Soße. Läuft einwandfrei. Genauso wie Schweinebraten. Schmeckt alles bestens bei ihm. Aber da weißt du auch, es war nicht auf dem Fußboden. Was? Was baut denn der Sandro da? Ich wollte hier einen Eingang bauen. Junge, hier kommt eine Tür, nein. Was soll das für eine Form sein? Schluck auf, was? I have no idea. So. Baba, Mining Laser. So, von oben nach unten oder von unten nach oben ballern? Ich geh mal lieber safe. Ba, 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 ba. So. So. So hört sich übrigens die ganze Zeit an, wenn Sandro am Bauen ist. In seinem Kopf. Sieht man noch so einen Affen mit so einem Becken.
Heißt schon Becken. Ich kenne mich jetzt bei dem Musikinstrument nicht so gesonderlich aus. Na, ja, Becken ist eher auf dem Schlagzeug. Ihr wisst, was ich meine. Diese zwei großen Metallteile. Sandro hört wahrscheinlich die ganze Zeit zu und denkt sich nur, boah, was labert der Mongo? Immerhin baue ich, während ich rede. Multitasking. So. Guck mal aus der Kirche. Habe ich ganz allein gebaut. Nicht. Oh ja. Fliegen! Pion, 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 pion. Laserhieb, wie Max sagen würde. Oh lol. Ich hab noch 20 Joule. Ich lade mal kurz mein... Alter, bin ich langsam. Okay, ich darf jetzt nicht runterfallen. Ich will nur die Items einsammeln. So. Was hat denn da so viel Energie gesaugt? Deine Mutti. Kann ich mir vorstellen. Was? Schön hier. Oh, wie voll die Tanks inzwischen sind. Ich würde gerne wissen, wie es im Neta gerade aussieht. Ja, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Ohne Rüstung. Oh, da liegt noch ein Kabelstein. So, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, da ein Tunnel durch. Erstmal da hinten grob mal schauen, wie wird der Atomreaktor da hinten ausgucken. Vor allem einen der beiden Türme den anderen angleichen, damit es gut aussieht. Anschließend da ein Weg in Richtung darüber. Da vielleicht ein Tunnel durch, da habe ich keinen Bock, den Berg wegzumachen. Und hier ein Weg. Boah, der ist wieder so laut, der Theme. Aber er hört sich gut an. Da den Weg hier hochkommen lassen und der mündet dann hier. Und hier dann irgendwie eine Treppe hochbauen. Ich weiß so nicht wie. Weil unsere Geräte sind hier so diffus im Gebäude verteilt. Also. Da steht was. Da kann ich in der Ecke keine Wendeltreppe hochbauen. Da steht nichts. Ich könnte es theoretisch da eine Wendeltreppe hochgehen lassen. Von ganz unten bis ganz oben. 4 auf 4 Blöcke, nicht 3 auf 3, wenn es geht. Bisschen größer. 1, 2, 3. Also größer wie das Loch hier auf jeden Fall. Jetzt mal sehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, nimmt er nicht viel Platz weg. Vielleicht sogar 5 auf 5. Hm. 1, 2, 3, 4. 6 auf 6 würde theoretisch auch noch gehen, dann wird's. Hätten wir hier noch eine Lücke. Mal gucken. So. Aufgeladen? Oh. Leicht. So. Die Krabbelhand kann ich auch mal aufladen. Ich bin schneller als der Laser. Habe ich da gerade aus Versehen den Sandro getroffen? Ich weiß es nicht. Sieht so aus.
Solange hier nichts brennt, bin ich zufrieden. Der telefoniert aber lang. So. Einsortieren. Ich will immer rausgehen und gleichzeitig mich bewegen. So, da haben wir jetzt wieder 3,5 Megajoule. Dann kann hier ein bisschen wieder Energie umgewandelt werden. Ist jetzt ziemlich voll hier. Langes Rohr. So. So. So, ich passe es gleich mal hier an. Der Berg muss weg. Zumindest hier. Das ist meine Meinung. So. Ich mach's, wenn dann andersrum. Kann ich hier hochballern, ohne dass was kaputt geht? Nee, ich brauch noch. Wie heißen die? Nee. Nein, nicht enttarnt. Ich such's einfach mal kurz. Nein, kein Zinnblock. Ich brauch doch nur den Namen von den Blöcken. Reinforced Stone. Harter Stein. Reinforced. Okay, wir haben kein Advanced Alloy. Haben wir Mixed Metal. Haben wir nicht. Haben wir... Okay. Zinn, Bronze... Wie viel Bronze muss ich machen? Ich brauche Zinn und Kupferdust. Copper Dust. Mach ich mal kurz Crafting hier. So. Wie war das so? Ich mach mal auf Vorrat, ganz einfach. So. Jetzt brauche ich noch. Mixed Metal, das mache ich mit Refined Iron und Zinn und Bronze in der Mitte. Das heißt, ich muss jetzt mal das Bronze brennen. So. Let it burn. Perfekt. Jo. Das hier, jetzt brauche ich noch Iron, ich suche nach Iron. Refined. Blitz! Und Tin. Wo ist denn der Unterschied?
Tin oder Tin England. Okay, Tin. Tin und. You have to fight it, of course. Schon wieder Legend of Zelda. Aber die Musik ist cool. Ich nehme das andere Zinn. Das ist nicht so teuer. Also das hier, wo wir mehr haben, auf jeden Fall. Ba, 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 ba. Dann warte ich, bis es fertig ist. Wobei, ich könnte mal kurz hier vierteln. Dann geht es ein bisschen schneller. Level 25. Schön. Schön einsortieren, den Cleanstone. Für schlechte Zeiten. Das brauche ich nicht mehr. So, Compressor war ich. Hier doch irgendwo. Extractor. Macerator. Wer ist sie? Ah, ist der hier? Ist der hier? Nee. Pulverizer? Das sind alles nur Pulverizer hier. Schwebt halt jetzt alles hier in der Luft. So. So. Okay, ist fertig. Jetzt haben wir hier 32 Barren. Ich mach's gleich hier. So. Kompressor brauche ich ja. Was ist denn da? Da ist er. Ah, aber erst muss ich es so machen, ne? Erst das hier in die Mitte. Das war drüber. Und das kommt runter. Oh ja. So, 16. Wer es kann, der kann's. So. Jetzt muss. Noch mal 4 von den Dingern. Oder mehr.